Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anduril, wenn das Wasser so laut ist wie sonst was. Alter Schwede, kannst du bitte irgendwie Ladescreen schnell zu Ende gehen? Das ist ja grausam. Oh, diese Ruhe. Worte, ehrenwerte Bewohner dieser ja. Ihr seid... Na was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das Rote Meer überquert. Jawohl, 1000 Erfahrung für free. 570 Enderela Tela. Und ein neuer Auftrag. Der Totenbeschwörer Poldir versteckt sich in der Eremitenhöhle an der Küste des Golden Forsts. Er hat laut Berichten mehrere Stadtbewohnerleichen aus dem Aker-Friedhof entfernt. Oder entwendet, wie ihr es sehen wollt. Für das Ableben sind 790 Enderela Groschen ausgeschrieben. Gib her den Scheiß. Gib her den Scheiß. Aber vorher haben wir eine viel spannendere Quest, und zwar... das Artefakt aus Alt hast du nicht gesehen wegbringen. Obst, Gemüse, ich vermute mal, wir müssen nach unten. Seht, wer gekommen ist. Konntest du dich zurechtfinden? Diese Stadt kann ein Labyrinth sein, wenn man sie nicht kennt. Und nichts wird Wissen euch geschehen. Nach magischen Geheimnissen? Denn der ja. Noch irgendwas, oder? Seht, wer gekommen ist. Okay. Konntest du dich zurechtfinden? Diese Stadt kann... Lass ihn in Ruhe, sein, der kann irgendwie nur dasselbe erzählen. Seid willkommen, ihr frohen Zecher, kommt. Er singt weiter. So. Eingang der Unterstadt. Ich glaube, wir müssen in die Unterstadt. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube es. Mein Handy-Jakku geht verdammt schnell leer, ey. Ich weiß nicht, seit iOS 10 geht das iPhone gerne mal einfach von Leine an, wenn man irgendwie in einem bestimmten Winkel ist. Was total rotzig ist. Ich hab's in meiner Tasche und der Akku geht einfach automatisch leer. Bis... Ich soll da gar nicht hin? Wo soll ich denn hin? Bringt das was, jetzt hier hinzulaufen? Ach, weißt du was, wir verfolgen die Quest. Scheiß drauf. Ich könnte theoretisch einfach auf meine Karte gucken, um zu gucken, wo die Quest ist. Zero, wie wär's damit? Wäre das vielleicht eine Idee? Ja, da hast du ganz verdammt recht, Zero. Du bist der schlauste Mensch auf der Welt. Ich weiß. Aber vergessen wir das jetzt erstmal. Wir sind jetzt in Aufnahme, da sollten wir diese Schwulitäten einfach lassen. Das ist im Fremdenviertel. Oh, Bullshit. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, Fremdenviertel. Das heißt, theoretisch gehen wir einfach ins Fremdenviertel. Hat er nicht gesagt Unterstadt? Er hat doch in seinem Brief geschrieben, hat er gesagt, er ist in der Unterstadt. Ich fühle mich gerade leicht vergewaltigt im Kopf. Aber nur ganz leicht. So, aber egal. Wir haben eine Quest zu erfüllen, wir müssen dieses komische, staubige Ding abgeben, das er anscheinend nicht hinbekommen hat, zu kriegen. Da ist eine Leiter. Können wir leider nicht betreten. So, wenn uns dieser Weg jetzt in die Unterstadt führt, na, dann drehe ich aber durch. Schraube, Hut und Pfusch AG. Pfusch. Ja, kein Wunder, dass er arm ist. Hallo. Bist du ein Elb? Mit einem Monokel. Wer seid ihr? Tivon Sommerfeld, meines Pfades Buchhalter der Schraube, Hut und Pfusch AG. Auch wenn ich bezweifle, dass wir beide viel zu besprechen haben. So viel zu tun. Wer hat das gesagt? Was ist Schraube, Hut und Pfusch AG? Das wisst ihr nicht. Wie erkläre ich das denn am besten? Wir sind ein Zusammenschluss von Denkern. Scharfsinnige Denker, sternlingscher Abstammung, wenn man das so sagen darf. Und die Schraube, Hut und Pfusch AG ist unsere Gilde. Ah ja, und wir produzieren in erster Linie Tüfteleien und Metallgüter. Unter anderem für den Heiligen Orden selbst. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr die Mittel hättet, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Arbeit. Gibt es irgendwas, wobei ich eurer Gilde vielleicht unter die Arme greifen könnte? Arbeit? Nein.
Wobei, vielleicht doch. Ihr kommt viel rum, richtig? Ja. Ihr seht jedenfalls so aus. Könnte man so sagen, ja. Na gut, das könnte klappen. Es gibt da etwas, wo jemand mit euren Talenten tatsächlich hilfreich sein könnte. Einen Auftrag, den wir kürzlich erhalten haben. Schieß los. Einer unserer Kunden hat für Nachbauten diverser pyräischer Artefakte angefragt. Ein exquisiter Wunsch, aber natürlich keiner, dem wir nicht nachkommen könnten. Der Haken bislang ist jedoch, dass wir natürlich Originale benötigen, nach denen wir arbeiten können. Wenn ihr uns diese Originale bringt, und zwar unbeschadet, dann werdet ihr das nicht bereuen. Hier, ich zeichne euch ein paar Ruinen in eurer Karte ein, die es zu durchforsten lohnen könnte. Könnt ihr mir etwas über euren Auftraggeber erzählen? Was hat er davon, pyräische Artefakte nachbauen zu lassen? Weil ich euch das als vollkommen Unbekannten natürlich sagen werde. Ja, wieso nicht? Ich meine, ich sehe doch sympathisch aus. Gut, kommt wieder, wenn ihr was habt. Hab ich auch mehrere. Lasst mal sehen. Ja, tatsächlich. Das sieht gut aus. Wie wollt ihr entlohnt werden? Hanisch, der Diebeskunst, starb des Kettenblitzes. Gib mir Groschen. Schön. Hier. Sonst noch was? Ansonsten lasst mich weiterarbeiten. Ja, ich bin auf dem Weg, Jan. Bis demnächst. Wer hat hier noch gesprochen? Hier war doch noch eine zweite Person. Oh. Pass auf. Riesenhaufen Groschen. Kelch? Was? Sag mal, bist du blind oder was? 27? Ich war vorhin in diesem komischen Dingensbums, wo wir das Artefakt gefunden haben, war noch ein viel größerer Haufen. Und wisst ihr, wie viel ich da bekommen habe? 4! Leeres Pergament. Ja, ich verstehe. Du siehst nichts. Verzieh dich! Verzieh dich! Das ist meins. Ich hab mir mein leeres Pergament geklaut. Ich durfte das nehmen, das war weiß. Na verdammt, nein, please not. Ich krieg das wieder. Ich will mein leeres Pergament haben, du Doofe. Meins. So, das heißt, oh. Noch mehr Münzen. Da, habt ihr das gesehen? Das, dieser Münzhaufen, den wir gerade gesehen haben, das war ein Groschen. Am Arsch, ganz ehrlich, dafür habe ich mein Leben riskiert. Oh, hier geht's noch weiter. Oh, jetzt sehen wir Sklaven. Hm, keine Sklaven, nein. Hier geht's runter. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ist das der Ofen? Hören wir da den Ofen? Hm? Erstmal alles beklauen, wie es sich gehört. Oh, hab ich Glück? Oh, ich hab Glück. Freunde, ich hab heute Glück. Heute ist mein Glückstag. Ich sollte heute den ganzen Tag aufnehmen. Eine Fackel kann man immer gebrauchen. Und da ich leider nichts zu essen hab, verzieh ich mich wieder. Oh, ich hab einen Tinnitus gerade bekommen. Das ist die Strafe fürs Klauen. Das ist so nervig. Essen. Hier ist keine Sau, ne? Hier ist keine Sau. Ich speichere mal ab. Meint. Ein Topf. Teller. Ah, Königsmehl, komm. Oh, normales Wasser. Was haben wir doch so Schönes? Hasenpfote. Lauch. Das ist doch kein Becher. Ha! Oh, ein Kuchen! Ein warmer Apfelkuchen! Jawohl, hat sich schon gelohnt herzukommen. So, wir sind wieder mit Essen versorgt. Hier ist noch eine Truhe. So, jetzt haben wir noch ein paar extra Groschen bekommen. Sehr schön, damit kann man wieder einiges an Büchern kaufen.
Und ich würde sagen, damit bewegen wir uns fort zu einem der anderen Ruinen. Wir gucken mal, welche wir als erstes besuchen. Oh, ich freue mich. Wir können Ruinen besuchen. Also, was Besseres gibt's gar nicht, ne? Wenn das Spiel jetzt nicht ausfallen würde. Ach, gut. Perfekt. Einfach perfekt. So, unser nächstes Ziel wird sein... Klippenwacht. Im hinteren Herzland. Okay, was haben wir denn noch? WTF. Ist das denn ernst? Am Arsch der Welt. Was ist das denn? Das sieht interessant aus. Okay. Ich verstehe. Ist weit weg. Verdammt weit weg. Ich vermute mal, wir müssen durch Arks letzte Wacht marschieren. Bis dahin. Oder wir können noch hier durchgehen. Fakt ist, wir können noch zum Myriadenturm von Quellwacht. Oder am besten noch zum Dünenheim. Nichtsdestotrotz müssen wir erstmal zum Myriadenturm. Ist aber schnell dunkel geworden. Ehe, dass ich bei einem Kilenen anheuer, trete ich nackt vor die Truchessa und singe ein Liebeslied. Aber ich glaube nicht, dass das der Truchessa gefallen würde. Was ich meine, bleib fern von kileanischen Händlern. Die lullen dich ein mit netten Worten und großen Versprechen und ehe du dich versiehst, hast du dein Kreuz unter einen Vertrag gesetzt, der dich dein Leben lang zu ihrem Sklaven macht. Oh, das ist aber nicht nett von denen. Nö, kein Stück. Wieso tun sie das? Warum? Weil sie ein raffgieriges Pack sind, dem Wegestreue und Ehrgefühl so fremd sind wie Kühen das Fliegen. Ich sag's dir, ich hab die Schnauze sowas von voll von diesen verdammten Lügnern, wenn ich der Großmeister wäre. Hätte ich dich schon längst allesamt heimgeschickt. Oh, ich habe mich beim Schlucken, Lachen verschluckt. So, wieso streust du Blümchen? Landländer, wohin man schaut. Hm? Wohin soll das, Madame? Ey. Ich hoffe, ich darf. Das sind aber große Hühnereier. Ja, Mensch. Oh, wie süß, ein kleines Küken. Da ist noch ein Küken. Ey, wir lassen mal die Küken sein. Hm? Was war? Mal fast zum Gruß. Ach, ihr seid Handwerker, die Pause machen. Eine Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Wo sind eure Schilder zum Schnellreisen? Sagt es mir. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Truhe. Schnellreiseschilder. Ach, Dreck, ist das denn ernst, ey? Kann ich da nicht rein? Brot! Kostet jetzt unser unvergleichlich duftendes, frisches Brot! Ich bin hier einfach versteckt, sie sieht mich nicht. Oh, verdammt. Jawohl. Oh, Kuchen. Jawohl! Wir haben ausgesorgt, Freunde. Wir haben so viel Nahrung. Alter Swede. Der hat bestimmt auch noch eine Quest. Die werden wir sowieso nie wiederfinden, deswegen gehen wir kurz rein. Oh, es ist ein Paradies. Wo versteckst du hier das Brot? Ja. Komm, scheiß drauf. Zur Not fress ich auch Mehl. Können wir nicht holen. Mehlsack, Mehl. So. Oh. Ja. Scheiß drauf, ich nehme alles mit. Als Verlags kann ich zwar nicht essen, aber da liegt das noch mehr Brot. Brot. Nice, wir haben ausgesorgt. Oh, ich werde gesehen. Wir speichern kurz. was macht euer Brot so unvergesslich duftend und frisch? Naja, es ist eben frisch und gut und es duftet sehr. Was soll die Frage? Ich weiß nicht, ich interessiere mich halt für euch. Tut mir ja leid, dass ich euch beklaut habe. Und ich mich halt interessiere, was mit dem Brot ist. Hör auf mich zu verfolgen. So. Nichtsdestotrotz. Na los, müssen wir noch irgendwie weg.
Halt's Maul. Es ist doch immer, es gibt ja verdammt noch viel, was wir nicht erforscht haben. Das müssen wir ein anderes Mal machen. Sonst ist das zu viel. Ah, ich habe ein Schild gefunden. Wie siehst du denn aus? Morallas Segen. Okay, woher wisst ihr, dass ich Abenteurer bin? Und woher weiß ich, dass du es weißt? Wir machen erstmal Wissen. Ihr seid Kilene, richtig? Seid ihr vom Krieg geflohen? Geflohen ist das falsche Wort. Ich nenne es taktische Relokalisierung. Nur ein dummer Geschäftsmann würde inmitten eines Bürgerkriegs, der während dieses Karak-Barbaren auf unser Land zusegen geführt wird, versuchen, Gewürze und Tücher an den Mann zu bringen. Was hält man im Kile von den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen? Nun, sie sind Blasphemie. Was denn sonst? Die Götter herrschen seit Jahrtausenden über Winn. Wer meint, man könne sie töten wie Karnickel, kann nur ein Narr sein. Könnt ihr mir etwas mehr über diesen Bürgerkrieg erzählen? Wie genau ist es dazu gekommen? Nun ja, nach den Gerüchten über die Götter haben die Ratsmitglieder wohl gedacht, es sei der richtige Zeitpunkt für Machtkämpfe untereinander. Sehr dumm, wenn ihr mich fragt. Und sehr unwirtschaftlich. Ich bin früh genug mit meiner Familie geflohen. Aber dieser Schwachsinn hat viel zu viele ihr Leben gekostet. Viel zu viele. Hast du nicht gerade irgendwas von einem taktischen Rückzug erzählt? Hey! Woher wisst ihr, dass ich Abenteurer bin? Wohl. Woher wisst ihr, dass ich Abenteurer bin? Was man trägt, sagt mehr als 1000 Worte. So sagt man auf Kile. Euch umgibt das Gefühl von Abenteuer wie einen Hüter das Gefühl von Ehre. Und ich glaube, ich habe hier etwas Besonderes in meinem Sortiment, das euch gefallen könnte. Ach ja, und das wäre? Ein Trank. Einer meiner Freunde aus der Zuckerinselbund hat es mir mit der letzten Lieferung gebracht. Angeblich haben sie es einem Freibeuter abgenommen. Ich habe ihn von einem Apothekarius untersuchen lassen. Und er meinte, er verleiht euch außergewöhnliche Kräfte. Okay. Ihr seht selbst. Schön, oder? Für 200 Groschen gehört er euch. 5 Lebenspunkte. Na gut. Sehr, sehr gerne. Die Wirkung tritt 2 Tage nach dem Konsum ein. Aber dafür umso stärker. Ihr müsst euch also gedulden. Aber wie sagt man auf Kile so schön? Alles kommt von selbst zu dem, der warten kann. Gut, ziehen wir uns das Ding mal rein. Wo ist das denn? Okay, warten wir halt 2 Tage. Ich bin gespannt, was passiert. Ich hoffe, da kommt eine... Ich hab mich falsch entschieden. Ich hoffe, da kommt eine Quest raus. Ich wollte zum Piratenturm und was habe ich gemacht? Ja, ich bin zum Adelsviertel. Großartig. Mitternacht zwischen Unrat und roten Laternen. Wow, voran die Flotte, immer weiter, voran, mit Ruhm und Ehre, die Lanzen voraus, die Schwerter in die Körper treibend. Dasselbe Spiel, von Tag zu Tag. Mitternacht zwischen Unrat und roten Laternen. Was stimmt mit dir nicht? Voran die... Was tut ihr da? Wenn ihr das erst fragen müsst, dann solltet ihr besser weitergehen, schöne Frau. Mitternacht. Düstere Schleier zwischen Feuer und Eis tanzen einsam. Wie ein alter Greis. Kabum, peng. Was zum... Bitte? In den Fängen der Gewalt lacht mein Herz so heiß, so kalt. Welch Pein, Karatschu, haha. Aber das beim rechten Weg, das ist ja unglaublich. Seit Jahren hat meine zarten Ohren kein größeres Glück ereilt. Sagt mir, schöne Frau, wo habt ihr das gelernt? Wer hat euch das Dichten beigebracht? Ich hab's abgelesen. Niemand, ich bin Autodikat.
Oh, ein Selbstgelehrter? Beim Namen der Sonne. Malphas hat euch wahrlich mit Talent gesegnet. Sagt, darf ich euer Gedicht interpretieren? Ja. Na dann. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber spielt ihr in eurem ersten Werk mit dem tanzenden Greis zwischen Feuer und Eis vielleicht auf die soziosexuelle Vereinsamung alter Menschen in feudalen Gemeinschaften an? Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber das war der erste Gedanke, der mir dabei in den Kopf kam. Was zum Teufel machen wir hier? Ja, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt, bei Malphas. Und ich hatte schon Angst, dass die Metapher zu gewagt war. Was? Nein, gar nicht. Besonders bewegt hat mich die Lautmalerei in Zeile 4 und 6. Symbolisieren die gutturalen, brutalen Laute am Ende jeder Strophe vielleicht den hedonistischen, gewalttätigen Lebensstil der breiten Masse, während sie den vereinsamten Mann ignorierend ihren mundanen Bedürfnissen nachgeht? Genau so habe ich es gemeint. Was ist mit dem zweiten Gedicht? Was löst das in euch aus? Ich will nicht mehr. Puh, das ist schwer. Für mich klingt das irgendwie wie die innere Stimme eines Mörders. Ja, genau. Er zelebriert darin seinen blutrünstigen Lebensstil. In den Fängen der Gewalt lacht mein Herz. Bis die Gerechtigkeit ihm abrupt ein Ende setzt. Was abermals durch die symbolträchtigen Sterbelaute untermalt wird. Beeindruckend ist auch, wie ihr die ungerade Versanzahl benutzt habt, um die Disharmonie, die aus einem solchen Leben folgt, zu untermalen. Das war es doch, oder? Das habt ihr damit gemeint. Ihr seid unglaublich. Ich hatte schon Angst, niemand würde meine Gedichte jemals verstehen. Was geht hier denn vor? Tja, und wollt ihr etwas wissen? Das würden sie auch nicht. Sie verstehen es doch nicht einmal, wenn ich ihnen sage, ich sei Poet. Poet? Fragen sie dann, warum machst du nichts Handfesteres? Mittlerweile sage ich ihnen, ich sei Schankwirt. Das verstehen sie mit ihrem begrenzten Intellekt. Einfache Erklärungen. Danach dürstet das Volk. Aber wisst ihr was? Eher will ich hungernd sterben, als in die Reihen dieser seelenlosen Schundliteraten einzugehen, die sich mit ihren banalen Geschichten eine goldene Nase verdienen. So wie dieser Jornas Schmied. Kennt ihr ihn? Banaler Watürenmist. Aber dennoch steht er im Regal jeder Arker Adelsfamilie. Eine Schande ist das. Nicht mehr und nicht weniger. Was ist an Schmieds Geschichten so schlecht? Da fragt ihr noch? Wie kann etwas, was so vielen Menschen gefällt, denn kein Schund sein? Ihr meint, alles, was erfolgreich ist, kann nicht hochwertig sein? Ich meine, man muss nur YouTube angucken. Natürlich nicht. Nicht jeder von uns ist nun mal von Malphas mit einem künstlerischen Intellekt gesegnet worden. Es gibt zwei Sorten von Künstlern, mein Fräulein. Die Kleingeister mit Futter versorgen, mit dem sie sich klug fühlen können, und diejenigen, die mehr vom Leben wollen. Diejenigen, die ohne Gier nach Gold und Ruhm schaffen, einzig und allein dem Ruf der Kunst folgen. Ihr meint also nicht, dass Erfolg und Kunst sich auch vereinbaren lassen? Das verstehe ich anders. Donnerwetter! Ihr seid für eure poetischen Gaben sehr beschränkt. Ich schätze, es wäre besser, wenn dieses Gespräch hier und jetzt endet. Nein, warum? Was? Ach komm, ich hab's verkackt. Ich hab gerade die ganze Zeit, die wir hier gehockt haben, umsonst gemacht. Warte. Nein, ich will zurück. Nein, es ist zu spät. Myradenturm. Gut, Freunde. Wir haben heute zwar nicht viel gemacht, aber wir haben einiges gerissen. Vor allem haben wir ein sehr seltsames Gespräch geführt. Ich hätte zum Schluss Ja sagen sollen. Dann, schade. Egal. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Hey da.
Wie geht's? Versuch mit einer Hand zu lenken. Hey, wartet mal! Ihr seid doch Esin, oder? Nö.